Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz, schön, dass du wieder dabei bist. Und unsere Karawane ist auf dem Weg zum nächsten Handel. Hier nach Tovior oder Bach der Schmuggler von der Fraktion Tovior. Und werden dort versuchen, noch einmal zu handeln, denn das hat hier unten leider nicht geklappt. Die Fraktion Addo, oder besser gesagt die Kolonie Bergen-Nahlberg, wollte unsere Kräutermedizin nicht kaufen. Gut, das ist ihr gutes Recht. Ist halt nur schade. Ich hoffe, dass wir sie jetzt noch loswerden können. Kartoffeln im Lager verdorben. Wie könnte denn bitte Kartoffeln im Lager verderben? Wenn diese... wieso ist hier Insektenfleisch drin? Da ist ja was schiefgelaufen. Kein Insektenfleisch. Wo ist es? Wo ist Essen? Nee. Doch klar, rohes Essen. Fleisch. Kein Insektenfleisch. So. Das mögen wir nicht. Wieso sind hier jetzt Kartoffeln? Was? Wieso ist die Temperatur so hoch? Nee, nicht schon wieder. Hier ist nicht schon wieder ein Dach drüber errichtet worden. Leute, wenn das... Nein, da ist kein Dach drüber. Kein Dach. Hier ist überhängendes Gebirge. Hier ist ein Dach, aber hier ist kein Dach. Also, minus 9, minus 9, minus 9, minus 9. Hat der Strom nicht gereicht? Doch, der hat gereicht. Dann frage ich mich, warum es hier 20 Grad drin ist. Was ist denn da passiert? Warum ist da ein X? Was ist da passiert? Wieso ist das kaputt? Muss ich nicht verstehen. Merkwürdig. Ist das vielleicht beim Kurzschluss passiert? Nein, da läuft überhaupt kein Kabel durch. Also das muss man... Halt, stopp! Insektengelee, Insektenfleisch. War hier eine... Weil hier liegt auch überall Schleim. Wir hatten doch nicht... Nein, das hätte ich doch gesehen, wenn hier eine Invasion gewesen wäre. Sag mir nicht, ich habe da was verpasst. Feuer. Ah, jetzt ist das Ding hochgegangen. Alles klar, so. Die Geschütze sind wieder automatisch deaktiviert worden. Also alles gut. Was hier passiert ist, weiß ich nicht, kann ich nicht rekonstruieren. Mit euren wachsamen Augen habt ihr es bestimmt gesehen. Leuchtkapsel. Wo kommt denn das Zeug her? Eine biolumineszierende Kapsel der Rieseninsekten leuchtet eine sehr lange Zeit, bevor sie vergeht. Das ist nichts anderes als eine Lichtquelle. In Besitz nehmt. Doch hier waren Insekten. Hier waren Insekten und wir haben es nicht mitbekommen. Und die haben wahrscheinlich diese Wand kaputt gemacht. So, jetzt ist hier auf jeden Fall gleich wieder kühl drin. Temperatur geht schon runter. 8 Grad, 6 Grad, 3 Grad, 2 Grad... Jetzt ist alles safe. Ja, witzig, dass das einfach so passiert ist. Normalerweise sage ich mal, eine eine Insektenbelagerung oder wie man das nennt, dann hätten wir mitbekommen, weil die normalerweise sehr stark sind. Ich habe allerdings eine Mod installiert, die die Insekten etwas abschwächt. Das gebe ich gerne zu. Aber dass man dann fast gar nichts mitbekommt, das wundert mich doch sehr. Oh, schaut mal, hier ist ein Händler exotischer Güter, der 62 Bauteile dabei hat, allerdings zum hohen Preis. Das ist natürlich sehr schade. Darum werden wir mal nur... werden wir mal nur 24 kaufen. Hoppla. So. Das kostet dann 1200 Silber. Wir werden es uns ein bisschen wieder rausholen durch den Verkauf von was anderem.
Ja, nur wollen sie nichts haben. Von daher kann ich leider auch nichts verkaufen. Trotzdem kaufe ich die 24 Bauteile. Die lasse ich mir definitiv nicht durch die Lappen gehen. So, das Ding hat keinen Strom. Und ich glaube, hier ist abgearbeitet. Genau, das können wir schon mal abreißen. Und dann müssen wir einmal das Stromkabel hier verlängern. Damit der Bohrer hier noch einmal drankommt. Und dann haben wir das Plastahlvorkommen schon erschöpft. Ein Handelsschiff, Großhändler, sehr schön. Ja, die werden wir auch nochmal kontaktieren. Kofi kommt nicht mehr zum Forschen heute, denn heute ist Handelstag, wie es aussieht. Hat er denn Bauteile dabei? Ich bin immer gerne bereit, noch mehr zu kaufen. Hallo? Ach da. 23, ja, die nehmen wir dann auch noch. Die sind auch günstig, zum günstigen Preis. Von daher alles gut. Wenn ich das gewusst hätte, ne, aber das weiß man ja vorher nicht, dann hätte ich natürlich gespart. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal noch so ein bisschen was von unserem Lagerbestand an Mais, Reis und Kartoffeln. Wobei, Kartoffeln sind wir 1700, das ist okay. Dann machen wir hier mal 1500. Weg damit. Und vom Reis auch nochmal 600. Dann kriegen wir 2540 Silber. Haben wir auf jeden Fall die Kosten für die Bauteile von gerade und jetzt wieder drin. Und dann dürfen wir, wenn hier Heugras abgeerntet ist, auf jeden Fall nochmal ändern. Wo ist er? 96%, ja gut. Aber die fressen natürlich auch ganz schön, diese Wildschweine, ne? Aber wir hatten offensichtlich die Stoffernte. Einige der Betten sind schon fertig, aber es ist schon wieder alles leer. Schon wieder alles leer, darf doch nicht wahr sein. Müssen wir nochmal Stoff ernten. Kann's nicht ändern. Ich kann's nicht ändern. Ich sehe allerdings nicht ein, dass die mit dem Quality-Builder an sind. So, dann müssen wir mal schauen, ob wir bei unseren Tieren inzwischen schon wieder neue Trainings verordnen können. Hier in Bezug auf Transport. Wir können auf jeden Fall bei den Frischlingen Gehorsam trainieren. Und die sind immer noch jung. Das dauert aber lange, bis die auswachsen. Das sind die Jungtiere. Die bleiben hier schön in ihrer kleinen Zone. Ja, also Heugras, das hier warte ich nochmal. Dann gucken wir mal, wie viel das wird. Baumwolle auf jeden Fall nochmal. Die sind aber schon wieder bei 62% bzw. 62,49% hier von links nach rechts. Ein leichtes Ungleichgewicht. Wenn wir die abgeerntet haben, dann werden wir auf jeden Fall nochmal wieder Maiskartoffeln anbauen. Damit wir wieder mehr zum Handeln haben. Weil ich finde, dass wir damit eigentlich ganz gut klarkommen. Wie ist denn mit der Statue? Die ist, glaube ich, fertig. Ich glaube, die Statue ist fertig. Ja, da steht sie. So. Karomov, die haben wir in der letzten Folge angefangen zu bauen. Einer von euch wollte die gerne mal sehen. Und hier ist sie. Die Karomov-Statue, die bauen wir. Oh, die sieht aber. Alles klar, das ist ein großes Muffalo. Finde ich super. Das sieht ja echt genial aus. Nur wo stellen wir die hin? Wo stellen wir die hin? Hier. Schade. Passt nicht so wunderbar. Ja, ich weiß schon, wo wir die hinstellen. Und zwar nehmen wir hier die Smörtige. Die nehmen wir hier raus. Die installieren wir einfach hier. Machen wir sie einfach dahin. Und dann kommt Karomov. Was für ein Name auch. Aber wer hätte gedacht, dass das ein Muffalo ist? Man hätte drauf kommen können. Die stellen wir hier rein. Und die hat... Oh, die hat eine schäbige Qualität. Eieiei, Moment mal. Jetzt muss ich gleich mal schauen, ob die Attraktivität 22, doch die hat auf jeden Fall Vorteile, denke ich. Ja, aber sie ist halt nur schäbig, ne? Trotzdem Bonus, aber nur 22. Zum Vergleich, diese hier bringt 210 und diese hier bringt 205. Also, ich lasse sie stehen. Einfach, weil wir sie jetzt gebaut haben und weil ich es klasse finde. Aber sie ist nicht so gut wie die anderen beiden Statuen. Das liegt jetzt aber einfach daran, weil der Handwerker geschlampt hat. So, Schweingruppe bleibt. Och nö.
Was? Ach, Schweine. Ich dachte, das sind Wildschweine. Schaut mal. Jetzt haben wir drei Schweine, wie es aussieht. Tiere. Tatsache. Und die können auch transportieren. Ja, wunderbar. Sau 1, Sau 2 und Schwein 1. Denen bringen wir auf jeden Fall Gehorsam bei und Transport. Die werden sich dann auch vermehren. Na, wunderbar. Ich habe aber nichts dagegen, die auszutauschen. Das heißt, dass wir uns hier auf normale Schweine konzentrieren. Statt Wildschweinen. Weil irgendwie finde ich das charmant. Das ist ja total niedlich, so ein Schweinchen. Schaut mal, zack, da gleich auch geklappt. Gehorsam ist schon mal trainiert. Müssen wir natürlich auch sagen, kein Meister. Müssen wir mal den Frischlingen auch mal, da müssen wir regelmäßig drüber schauen. Sonst gibt es da Bindungen und das wollen wir nicht. So, hier ist einmal das Heugras fertig. Ich denke, das reicht eine Weile. Dann werden wir dieses Feld schon mal umstellen. Bin dafür, dass wir hier Baumwolle anpflanzen nochmal. Und dann schauen wir mal auf die Karawane. Eigentlich müssten wir doch schon da sein. Ja, wir sind doch schon da. Wunderbar. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt unsere Kräutermedizin hier loswerden. Bitte sagt mir, dass ihr sie kauft. Nö, kaufen sie nicht. Ja, super. Ja, das hat ja voll was gebracht. Jetzt müssen wir sogar noch Geld bezahlen. Ich kaufe jetzt nämlich nochmal 20 Einheiten hier. Da haben die gar nicht, die haben nur 17. Ich kaufe mal 17 Einheiten. Ne, Blödsinn. Die würden Rationen kaufen, aber die verkaufen nicht mal welche. Aha, das wär's ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten nicht genug Rationen, um wieder zurückzukommen. Und für wie lange haben wir denn? Für 3,8 Tage. Dauert 3 Tage, 18 Stunden. Das ist ziemlich genau das hier. Oh weia. Oh weia. Wenn uns die unterwegs verhungern hier, Marcel und Bela, dann kriege ich aber einen ganz großen Anfall. Also ich hoffe, dass die rechtzeitig zurückkommen. Nahrung reicht für 3,8 Tage. 3 Tage, 16 Stunden sind sie wieder heim. Ich hoffe, dass es keine Events gibt, die da noch was, die uns da noch einen Strich durch die Rechnung machen können. Das wäre wirklich fatal. Ich glaube, ich würde weinen den ganzen Tag. Ja gut, okay. Also, hoffen wir einfach das Beste. Hier ist die Baumwolle schon komplett eingesät. Das geht rasend schnell. Sind die Schweinchen jetzt eigentlich hier im Lager? Nee, sieht nicht so aus. Haben wir den denn? Also wir haben nicht direkt eine Tierzone. Eigentlich dürfen sich alle Tiere halt überall bewegen. Damit sie erstmal nach oben kommen, stelle ich mal Jungtiere ein. Ah, da sind sie ja schon. Okay. So. Ich würde sagen, wir verkaufen dann ein paar Frischlinge. Oder junge Wildschweine. Wir kriegen ja immer noch Nachwuchs, von daher ist das, denke ich, schon eine okay Entscheidung. Müsst ihr mir mal sagen, was ihr machen würdet. Also so viele Wildschweine brauchen wir nämlich, glaube ich, nicht. Die Schweine finde ich jetzt auch ganz charmant, hatte ich ja gerade gesagt. Ich denke mal, wir machen dann so halb Schwein, halb Wildschwein. So ein Mischbetrieb. Und schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Aber ich würde dann wirklich sagen, dass wir anfangen, Jungtiere für Geld zu verkaufen. Ach, die Jungtiere bedienen sich natürlich auch immer noch hier in der Speisekammer. Puh, keiner schmeißt das Insektenfleisch raus, obwohl ich es verboten habe schon. Wir haben es deaktiviert, aber es liegt noch drin. Ich stelle mal vorsichtshalber ein, dass es nicht verarbeitet werden darf. Fleisch, kein Insektenfleisch. Denn wenn unsere Kolonisten Insektenfleisch essen, dann finden die das nicht so schön. Und kann ich auch total verstehen. Das müssen wir an beiden Stationen natürlich machen. Okay, gut. Dann wird es auch nicht verarbeitet. Brauchen wir nicht.
Da kommt neue Baumwolle. Dann werden die letzten Tierbetten jetzt fertig. Ein Waffenhändler, sehr gut. Wobei, naja. Wir haben eigentlich alles an Waffen. Wir können inzwischen ja auch alles selber herstellen. Von daher nicht die größte Not, aber wir können auf jeden Fall hier die Knüppel verkaufen. Den, oh, Plastahl Gladius. Der ist eigentlich nicht verkehrt, aber der ist übel. Also weg damit. Kaufen wir noch irgendwas? Ich denke nicht. Nein. Kriegen wir einfach nur 76 Silber. Wir haben inzwischen auch so viel Geld. Wenn der nächste Händler exotischer Güter vorbeikommen würde, dann würde ich mal so einen KI-Kern kaufen. Weil trotz des Schwierigkeitsgrades, den wir spielen, stürzt einfach keins von diesen Giftschiffen ab oder so. Das passiert auf diesem Schwierigkeitsgrad eigentlich regelmäßig. Naja, was heißt regelmäßig? Aber gelegentlich. Ist aber halt noch nicht passiert. Und der Nachteil ist, so kriegen wir halt keinen KI-Kern daraus. Die gibt es da nämlich als zufälligen Loot, wenn man diese Schiffe dann auseinandernimmt. Nicht immer. Dann kaufen wir uns halt einen. Nein, unsere Karawane wird überfallen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Deine Karawane wurde von Stammesmitgliedern von der Vereinigung der Washoabru überfallen. Es sind nur zwei. Okay, gut, dass wir Leute dabei haben, die mit Waffen umgehen können. Das war mir wichtig. Das ist offensichtlich genau richtig. Da sind zwei Angreifer. Das sind Stammes... Schau mal hier, Stahl. Das sind Stammesleute. Wir werden einfach in Deckung gehen. Und zwar nutzen wir hier die Felsen. Einmal hierhin marschieren. Bela geht hierhin. Marcel geht dorthin. Und dann lassen wir sie auf uns zukommen. Ah, der Bogenschütze hat eine viel zu große Reichweite. Marcel muss näher ran. Bela, was ist denn da? Nein! Bela ist bewusstlos, das darf doch nicht wahr sein. Ich fress einen Besen, das darf doch nicht wahr sein. Oh wei, oh wei, oh wei. Marcel ist getroffen. Ich muss ihn anders platzieren. So hat er von beiden Seiten Deckung. Das war blöd hier. So hat er die Steine und hier von da den Baum. Oh, 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 oh. Nein! Marcel ist ebenfalls bewusstlos. Oh, 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 oh. Wisst ihr, was jetzt passiert? Stammesmitglieder haben sich entschieden. Bela lebt wieder. Bela, nimm die Waffe. Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Bela, nimm die Waffe. Oh nein. Warum denn nur? Sie haben Marcel entführt. Oh, Bela ist ganz langsam. Der ist offensichtlich schwer verletzt. Ich kann ihn gar nicht kontrollieren mehr, doch. So, greif an. Greif ihn an. Mach ihn alle. Oh nein. Sieg. Ernsthaft, das nennen die Sieg. Oh, Bela ist ganz langsam. Und er blutet auch. Welche Verletzung haben wir hier? Linkes Bein, Stich, Oberkörperschnitt, Blutung 113%, Tod in 16 Stunden. Nein! Es ist vorbei. Sie sind... Ja, also Marcel ist eh weg. Und Bela... Komm, verlass die Zone hier. Bela wird nicht heile ankommen. Der bewegt sich kaum. Ich
Stunden pro Feld, Ankunftszeit 8 Tage, ja, keine Chance. Also, Bela und Fred leider Opfer eines Überfalls geworden. Dabei waren die Chancen nicht schlecht, denn es waren nur 2 Stammesmitglieder, aber ich habe unterschätzt, der Bogen hat eine sehr hohe Reichweite. Und dass es Bela halt so früh schon zerlegt hat, da konnte Marcel alleine auch nicht mehr viel machen. Dann haben sie sich Marcel geschnappt. Bela ist zwar wieder wach geworden, aber war viel zu langsam, um noch irgendwas ausrichten zu können. So ist es passiert. Es ist sehr traurig. Bela wird definitiv nicht mehr heil nach Hause kommen. Und ja, so viel dann zu Karawanen. Ich weiß schon, dass ich mit Karawanen in Zukunft nicht mehr spielen werde. Dafür ist es mir einfach nicht... Weiß ich nicht. Also es hat mir irgendwie nichts gebracht. Ja. Es hat mir irgendwie nichts gebracht, außer Ärger. Hier ist ein Lager der Washuabu leer. Man könnte dieses Lager ja überfallen, angreifen und schauen, ob wir vielleicht Marcel da wiederbekommen. Vielleicht haben sie ihn dorthin gebracht. Ja, Bela hat eine Infektion am linken Bein. Das ist aber irrelevant, das wird eh... Ja, der liegt auch schon, der ist bewusstlos. Der läuft gar nicht mehr. Also, das war schlecht. Schade. Aber immerhin habe ich euch die Karawane mal gezeigt. Karawane zerstört, das war's. Verdammte Axt. Marcel und Bela, beide weg. So kann's gehen. Also überlegt euch gut, ob ihr das mit den Karawanen machen wollt. Handel hat jetzt nicht geklappt. Ich meine, vielleicht hätte ich was anderes als Kräutermedizin mitnehmen müssen, aber ich habe mir gedacht, komm, die will doch bestimmt jemand haben, aber hab mich geirrt. Ist nicht so, will keiner haben. Nochmal. Das war jetzt echt Müll. Ich bin so ein bisschen angesäuert jetzt auch. Könnt ihr verstehen, ne? Wir haben einfach mal 2 Leute verloren. Völlig unnötigerweise. Ah. Ja, so lernt man seine Lektionen. Hart ist das Leben in den Randwelten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.